den Adonis der Popmusik ja. und den Apoll der deutschen Politik, oder? Oh mein Gott. Andrea Schleicher. Andrea. 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 Ich wurde auch nur von Nonnen unterrichtet tatsächlich. Diese Schwester Manfreda, weiß ich noch. Diesen Namen werde ich nie vergessen. Das finde, weil ich möchte live spielen. Ich glaube, es geht vielen Musikern so. Und es ist nicht das Problem der Solo-Selbstständigen. Es ist das Problem, dass, glaube ich, manche Politiker sich nicht vorstellen können, wofür Musiker oder eben Solo-Selbstständige das Geld wirklich brauchen. Hm. Und dass sie die Sorge haben, das wirklich zurückzuzahlen. Ich glaube, nahm die Türklinke, machte die Tür zu von außen. Das war so demütigend. Dann haben wir auch nicht mehr gespielt. Halt die Welt an und steig jetzt aus. Worauf wartest du? Und was steht auf deiner Liste drauf? So, herzlich willkommen bei Talk und Töne. Heute ein Special, nämlich auch mit einer Albumpräsentation und mit dem wunderbaren Andreas Schleicher. Und ich erwarte in diesem Moment Applaus. Dankeschön, vielen Dank. Heute haben wir ganz viel Musik an diesem großartigen Ort für die aus aller Welt Zuschauenden. Wir sind heute in der Friedhofskirche in Wuppertal, einer der schönsten Kirchen des Bergischen Landes mindestens. Presbyterium, dass sie so ein unsicheres Element wie Helge Lind in die Kirche lassen. Also deinetwegen war das möglich, Andreas. Sehr schön, vielen Dank. Ja. Und Andreas, du bist ein großartiger Musiker, du hast Haare, du schreibst tolle Texte, du bist Unterstützer und auch Begleiter ganz vieler berühmter Musiker, auch coachend, wie auch selbst auf der Bühne. Ich bitte aber darum, weil wir in der Kirche sind und das alles auch ein bisschen seriös erfolgen soll, von überraschenden Zwischenaktionen und vom Werfen von Unterwäsche oder Ähnliches auf den Altar oder in den Altarraum bitte dieses Mal zu verzichten. Ja, ist doch so, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch verpönt ist. Ich hätte da nichts gegen. Okay. Wir wollen erstmal talken und vor allem ganz viel Musik hören. Das heißt, ich muss mich heute zusammenreißen. Ich darf nicht zu viel reden und das mache ich extra für dich. Okay. Ja. Okay, worüber reden wir heute? Wie fangen wir an? Alles. Corona, Album, dein Name, die Weltlage, die Schönheit des Publikums, das sind so die Themen, die wir heute okay, haben. Okay, okay. Ja. Es ist noch für mich sehr ungewohnt, überhaupt wieder vor Publikum zu sein, weil man hat halt jetzt als Musiker, als Künstler überhaupt eine dreimonatige Pause gehabt. Ich habe vor 2 Wochen das erste Mal wieder gespielt und mit diesen Abständen, diesen Lücken, so sehr ungewohnt und überhaupt ungewohnt aus diesem zu Hause sein und mal wieder so vor Menschen zu kommen und Musik zu machen. Und das ist sehr toll, dass das heute hier möglich ist. Und dann auch in diesem schönen Ort und dann noch mit einer Band, die dabei ist. Ich freue mich. Ja, die stellen wir auch noch gleich vor. Genau. Das ist die Veranstaltung, die Folge von Talk und Töne mit dem größten Publikum bisher. Also wir hatten noch nie so ein großes Publikum. Wir machen das ja erst seit kurzem überhaupt live und ich spüre ganz viel Liebe und Begeisterung hier im Raum. Also auf jeden Fall. Wird ein Wunder. 400 Menschen, das ist großartig. Super, danke. Sag mal, das Album heißt ja Herz, Hirn, Hose. Genau. Ich hab da erst gedacht, du musst mich aber korrigieren. Kann man das sehen zu Hause? Man kann es auch nachher käuflich erwerben. Herz, Hirn, Hose, ist das irgendwie so eine Umfrage bei Männerclubs auf Mallorca gewesen? Was ist wichtig? Und 10% sagte Herz, 15% gewiss Hirn und der Rest Hose? Oder wie kommt dieser Titel? Herz, Hirn, Hose könnte eine moderne Buddha-Philosophie sein. Also man hat ja jeden Tag die Wahl, mit dem Herz zu entscheiden, mit dem Hirn oder mit der Hose. Hose steht auch für Bauchentscheidung. Okay. Also man kann das sich so zurechtbiegen. Und ich habe da so extra so Buttons, wo man dann halt wählt, welchen Weg ich heute wähle. Man kann natürlich auch mehrere Buttons anmachen. Also man kann, es ist durchaus möglich, eine Herzensentscheidung mit ein bisschen Hirn zu kombinieren. Und es geht um Alltagsgeschichten. Und ich fand den Titel dafür sehr passend. Bist du ein Herzmensch, ein Hosenmensch oder ein Hirnmensch? Oder je nach Phase? Alles drei, definitiv. Ja. Ich bin ein Herzensmensch. Ach. Ja,
und die Herzen fliegen mir zu. Oder ist das nicht so? Ja, ja. Okay. Das war ein bisschen dünn vom Applaus her. Ja. Ein Herzmensch bist du, okay? Ja, ein Herzmensch, ja. Wie äußert sich das? Ich meine, du bist Mitglied des Bundestages, da ist auch viel Gehirn gefragt, oder? Ja, nicht nur das, da ist auch viel Strippenziehen und Kontakte und Schweiß, Tränen, Blut, Anstrengung. Hose. Ja, und Hose, aber ich überlebe das mit Herz, das ist so mein Geheimnis. Also es ist wirklich so, das ist ja, solche Veranstaltungen, ganz viele Termine, die Herzlichkeit, die dir begegnen und auch die Emotionen, die tragen einen ja durch diesen ganzen Mist, den man auch mitmachen muss. Also es ist jetzt auch nicht immer so vergnüglich, was wir auch erleben oder was man an Beschimpfungen, kenne ich ja. Manche Leute werfen ja bei mir so Pflastersteine durch die Scheiben, damit mir die Glasscherben Glück bringen. Wahrscheinlich ist das so gemeint. Aber man erlebt ja auch viel, was einen verzweifeln lässt an der Menschheit. Und deshalb ist das Herz, das man spürt, in vielen Begegnungen auch was einem gut tut. Da vermisse ich ja, dass ich nicht Musiker bin, weil wir natürlich sowas nicht haben. Also diese Momente der Erfüllung auf der Bühne, wie ich es mir so vorstelle, bei euch, die haben wir nicht. Gut, du hast auch deine Auftritte. Ja, Auftritte. Die Leute klatschen, also die linke Seite und die rechte nicht oder umgekehrt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, meistens klatscht die rechte nicht oder die klatscht hämisch. Manchmal die Linke, aber auch nicht. Aber und es ist auch ein bisschen Comedy immer, auch, oder? Ja, also Comedy finde ich jetzt ein bisschen, ich erlaube mir auch mal ironisch zu sein, was manche in der Politik nicht verstehen, aber das ist ja nicht mein Problem. Okay. Mal, wir kommen ja jetzt gleich zum ersten Titel, übrigens mit, werden wir gleich sehen, Markus Bender. Ja, was? Bitte auf. Und dem Mann mit dem schönsten Namen der Welt und sein Bruder ist mir aus anderen politischen Zusammenhängen vertraut. Das werde ich aber jetzt nicht erwähnen, um ihn nicht zu stigmatisieren. Stefan Maria Sagurna an den Drums bzw. Percussion. Was hören wir als erstes? Die Liste, glaube ich. Die Liste, genau. Auf jeden Fall, glaube ich, jeder hat eine Bucketliste vielleicht irgendwann mal gemacht. Erklär das mal. Eine Bucketliste ist die Liste mit den Dingen drauf, die man eigentlich in seinem Leben unbedingt nochmal machen möchte oder vorher zu tun. Die einen wollen mit Delfinen schwimmen, sehr oft wird die Weltreise gewünscht. Und ich finde es halt sehr schön, dass man auch die kleinen Dinge des Alltags, weiß ich nicht, der erste Kaffee in der Sonne im Frühling oder das können manchmal sehr kleine Dinge sein, die auf dieser Liste stehen, aber das kann ja jeder selber wissen. Und sollen wir den spielen? Oder? Ja, und auf meiner Liste ganz oben war mit Andreas Schleicher in der Friedhofskirche. Das gibt's doch nicht. Ja, natürlich. Echt? Ja, sicher. Sehr gut. Politiker lügen nie, wie du weißt. Gut. Viel Spaß. Okay. One, two, three, four. Ich wollte schon immer mal Julia Roberts küssen, mit Sting ein Song rausbringen, ein Sixpack antrainieren und außer Pipi nix müssen. Madison Square Garden singen, mit gepacktem Rucksack nach Köln, Bonn, buch irgendeinen Flug, mach ein Selfie in Australien mit einem Känguru. Und was steht auf deiner Liste drauf? Was wolltest du immer schon tun? Halt die Welt an und steig jetzt aus. Worauf wartest du? Und was steht auf deiner Liste drauf? Zeig, was da geht. Bei mir da steht nur die eine ganz oben auf, um mit ihr die Liste wegzuhauen. Die Liste weghauen. Die Liste weghauen. Vor für eine Stunde bis ans Meer eine Flaschenpost verschicken. Ich hab mit Sweetie tätowiert, eine ganze Nacht nur stricken. Ich will von Mama noch einmal ihr verbranntes Schnitzel essen. Das wird im Himmel wohl erst wahr. Viel Lachen ohne Grund, das hätte ich fast vergessen. Den
den Sonnengruß täglich ein ganzes Jahr. Was steht auf deiner Liste drauf? Was wolltest du immer schon tun? Halt die Welt an und steig jetzt aus. Worauf wartest du? Und was steht auf deiner Liste drauf? Und zeig, was da geht. Bei mir da steht nur die eine ganz oben auf, um mit dir die Liste wegzuhauen, die Liste weghauen. Nicht allein und du sollst bei mir sein. Was immer du auch planst, was immer du dir wünschst, was immer du auch träumst, tu's jetzt, 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 jetzt. Und was steht auf deiner Liste drauf? Und was wolltest du immer schon tun? Halt die Welt an und steig jetzt auf. Worauf wartest du? Steh auf, keine Liste drauf. Zeig, was da geht. Bei mir da steht nur die eine ganz oben auf, um mit dir die Liste wegzuhauen. Die Liste weghauen, yeah. Dankeschön. Ah, jetzt. Die Liste. Ah, ich klinge so männlich mit dem Mikro. Oh, Wahnsinn. Geil. Oh, geil, ja. Ehre. Wenn wir jetzt ganz viel Zeit hätten und ihr alle ein Mikrofon hättet, würde ich natürlich euch ganz gerne fragen, was auf eurer Liste draufsteht. Das wäre echt super schön. Aber du kannst ja mich fragen. Ja? Und was steht denn auf deiner Liste drauf? Soll ich das verraten? Ja. Also an Platz 5 Bundeskanzler. Ja? Ja. Nächstes Jahr. Mhm. Es ist ziemlich sicher, dass das klappen wird. Ja, ist Platz 5. Mhm. Und 4 ist, das sage ich nicht. Okay, und 3? 3 ist immer in Wuppertal glücklich sein und auch in der Welt. Ja, ist gut. 1 habe ich ja schon verraten. Gefällt mir, ja. Und das war Platz 1? Hast du ja, da habe ich einen Schleicher. Ja, klar. Im Moment einen Schleicher. Platz 2 fehlt noch? Zwei gar nichts mit Essen irgendwie? Na, nee, ich habe so viel gegessen während Corona. Also die Corona-Wampe hat mein Verhältnis zum Essen verändert. Deswegen würde ich sagen... Das Genießen? Genießen, ja. Das ist 6 oder 7. Okay. Oh. Aber 2 ist dann Liebe genießen. Ist was? Liebe genießen. Ah. Liebe, L-I-E-B-E. Liebe. Okay. Singst du manchmal auch über Liebe doch? Herzhose. Ja, klar. Ja, also. Du hast eben auch darauf hingewiesen... Wir sitzen ja in etwas surrealen Umständen, also zwar mit Publikum, aber mit weiten Abständen. Und wir sind ja noch mitten im Wahnsinn, den wir in den letzten Monaten erlebt haben. Manche denken ja, Corona hat es nicht gegeben, aber du kannst bezeugen, dass das eine grobe Fehleinschätzung ist, weil du auch ganz persönliche Erfahrungen gemacht hast und auch nicht einfacher. Ich bin tatsächlich einer von 2 Leuten, die ich kenne, die das gehabt haben und das ist jetzt irgendwie knappe 3 Monate her und es war kein Zuckerschlecken. Ich nehme das Positive direkt vorweg. Ich bin natürlich jetzt immun, ich darf euch alle wieder anfassen, umarmen. Ich bin voller Antikörper, weil ich bin dagegen angekommen, aber es war schon echt heftig. Also ich hatte so 12 Tage Fieber, über 39. Ja. Das ging auch gar nicht mehr weg mit Schüttelfrost und so. Und da war ich auch ein paar Tage im Krankenhaus, weil ich als Sänger natürlich meine Lunge auch mal checken wollte. Mhm. Und da gibt es so Blutgaswerte, die jeden Tag 5-6 Mal gecheckt werden. Und die dürfen nicht unter so einen gewissen Punkt fallen. Wenn das darunter fällt, ist man halt irgendwann bei der künstlichen Beatmung. Mhm. Das habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Und da habe ich mich dann auch irgendwie 1-2 Tage
nachdem der Test dann gut war, war ich froh, wieder da rauszukommen, auch wegen des Essens. Also Krankenhaus heißt ja nicht Gesundenhaus, weil das Essen, es gibt halt dieses Graubrot und so Käse in so Verpackungen und Hagebuttentee. Und da kann man nicht gesund werden, habe ich immer das Gefühl. Und deshalb musste ich da ganz schnell wieder raus. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Also, ja. Und wir nennen jetzt auch nicht den Krankenhauskonzern. Das ist egal, sonst werde ich verklagt. Ja. Das ist egal, weil man muss sich mal was bringen lassen, obwohl das Problem war, man kann sich natürlich nichts bringen lassen. Mhm. Also man kann dann vorne an der Pforte was abgeben, in der Hoffnung, dass es nicht bis zum vierten Stock selber irgendwo verzehrt wird. Ja, aber das muss man noch sagen, jetzt bricht der Politiker, aber dann sprichst du weiter durch, das liegt ja absolut nicht am Personal, sondern das Problem, und das ist ja übrigens auch eine Erfahrung von Corona, ist natürlich diese miserablen Arbeitsbedingungen, die wir übrigens auch, ich jetzt nicht unbedingt persönlich, aber letztlich in den letzten Jahrzehnten auch politisch mit zu verantworten haben. Mhm. Jetzt sagen alle systemrelevant, aber sehr systemrelevant wurden die ganzen Pflegekräfte nicht behandelt. Also das stimmt. Deswegen ist das es stimmt. Ja so, nein, es liegt also nicht an Ihnen. Es ging nicht ans Krankenhaus. Es liegt an der Systematik, leider. Ja, ja. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Nein, und ich bin jetzt natürlich froh, dass es vorbei ist, halte mich natürlich immer noch klar an die Abstandsregelungen, trage natürlich auch meine Maske, wo ich es eigentlich nicht müsste, aber ich mache jetzt auch kein T-Shirt, ich hatte Corona und so, weil das sieht dann wieder aus wie eine Verarsche oder wie ein Ärgern wollen. Also ich mache das mit und es ist natürlich klar, ein globales Problem, was alle haben, und ich will jetzt auch nicht groß darüber reden, weil es wird jeden Tag in den Nachrichten genommen. Mhm. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, was ich auch daraus gelernt habe, ist, was mir auf den Nerv geht, will ich nicht sagen, aber was mich so schockiert, ist diese Angst. Dass die Leute so eine Angst haben, und Angst ist nicht nur ein schlechter Ratgeber, es ist auch echt ein schlimmer Feind, weil das macht echt vieles schlimmer, und man hat dieses gefährliche Halbwissen, und ich habe im Monitor gesehen und in den Tagesthemen das gesehen und das gehört, und ist man jetzt wirklich immun und kann man nicht wieder einen Rückfall, und wie mutiert das Virus und so weiter. Mhm. Und ich glaube, da ist wieder das Herz-Hirn-Mischgefühl, dass man auch selber ein bisschen vorsichtig ist, auf der Hut ist, aber auch eben angstbefreit weiterlebt, weil wir alle ziehen sich gerade so zurück, zurecht, aber die Maske ist da sinnbildlich, weil man das Lachen nicht mehr sieht. Und das finde ich halt krass. Und das merkt man halt so. Und ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, dass man einfach nicht diese Gesinnung verliert. Und auch, dass wenn man irgendwann wieder, dass wir als Musiker Konzerte spielen können, dass ihr auch vom Sofa wieder runterkommt. Und nicht nur halt Netflix guckt oder Filme auf sonst wie, sondern wirklich in Konzerte geht, in Theater geht, ins Kino geht, in was weiß ich wohin, ins Schauspielhaus, und einfach Kultur genießt und die auch wahrnimmt. Und irgendwann diese Angst, ich hoffe, dass das irgendwann wieder weggeht. Ne? Ich meine, spätestens, wenn der Impfstoff da ist. Ja, aber es ist ja dieser schmale Grat, also das habe ich auch wahrgenommen, als ich mal mich kritisch geäußert habe im Bundestag über einen angeblichen Whistleblower, der das Ganze, übrigens leider SPD-Mitglied, aber das ist Nebengeschichte, der meinte, enthüllt zu haben, dass das Ganze gar nicht so war und dass das Ganze ein Fake war und es gar nicht stimmte. Und ich gewagt habe, das zu kritisieren, weil ich glaube, feststellen zu dürfen, dass es genug Beispiele gibt, dass es eben nicht so harmlos war. Wir merken jetzt in den letzten Wochen, dass eben auch viel Verschwörungstheorien in den Himmel schießen. Ja klar, weil, die Erde ist eine Scheibe und so weiter. Ne, einfach auch mal die Klappe halten, glaube ich, in diesen Zeiten. Einfach mal das durchziehen und achtsam sein, respektvoll sein, aber einfach, wenn es um Wissen und Theorien geht, einfach mal die Klappe halten. Das fällt den Menschen schwer. Ja. Ja. Dir nicht? Nein. Also Klappe halten war nie eine meiner Stärken. Nee. Ja. Ja. Aber ich kann auch zuhören. Sehr gut zuhören dann. Was machst du eigentlich die letzten Monate? Also du kannst ja nicht auftreten. Hast du permanent im Studio gesessen, also nach deiner Erkrankung? Oder wie hast du die Zeit ohne Publikum, ohne Auftritte, ohne dieses Gefühl verbracht? Ja, ich wollte natürlich mein Album rausbringen und natürlich auch eine Tour machen mit den Jungs, die wir dann komplett halt absagen mussten. Und ich habe in dieser Zeit bei Masked Singer, das ist eine Fernsehshow, wo Prominente unter so einer Maske singen, auf ProSieben, gearbeitet und als Vocal Coach, also die Leute, Gesangsunterricht, sagt man auch. Und da ist was passiert. Direkt nach der zweiten Woche
gab es halt diesen Fall und dann wurde das Ganze auch verschoben. Mhm. Ne? Und ja, Gregor Meile hatte das auch. Und das ist der andere, den ich kenne, der es hat. Und der hat das dann im Finale erzählt, dass er auch eben Corona hatte. Und ja, in dieser Zeit habe ich dann erstmal genesen. Also ich war einen Monat in Quarantäne. Habe viel, weiß nicht, ich bin viel spazieren gegangen tatsächlich. Viel auch gegessen, wo man trotzdem die Energie fehlt. Halt so, ne? Das geht so ein bisschen weg. Und dann ging es irgendwann mit Mars Singer weiter, wie ich dann wieder gesund war quasi. Und da natürlich unter totalen Sicherheitsvorkehrungen damals schon, also als das hier mit der Maskenpflicht noch gar nicht war, war da schon klar, nur mit Masken, Plexiglasscheiben wurde unterrichtet und so weiter. Und ja, in der letzten Zeit einfach mein Album promotet. Ne? Also halt sehr viel darum gekümmert, dass möglichst viele Menschen davon erwissen. Und ist im Moment meine einzige Einnahmequelle für läppische 15 Euro dieses Album, was ihr gleich alle mitnehmen werdet. Alle sind verpflichtet, kaufen, das gleich käuflich zu erstehen. Damit ich mir Käse kaufen kann. Ja. Und so. Und nein, ernsthaft, das ist schon. Ich weiß, einige haben es schon bestellt und das ist mir schon wichtig. Ich hätte jetzt auch warten können bis Fragezeichen April 21, aber dann habe ich schon wieder neue Songs und das musste jetzt raus. Nein, die richtige Aussage wäre jetzt gewesen, du hast genau das so getimt, dass das mit der Veranstaltung Talk und Töne mit mir passt. Richtig. Na, also wir wiederholen das Ganze nochmal. Ich bin echt happy, dass das hier auch wirklich mal präsentiert werden kann. Ja. Nicht nur online, natürlich alle zu Hause, die Millionen an den Endgeräten. Hallo. Aber natürlich, dass auch wirklich, dass man Publikum wieder riecht. Verschiedene Parfums, die sich da mischen und ein echtes Lachen. Man guckt nicht nur eine Kamera online, sondern wirklich, ja. Du riechst Parfum, ich rieche Schweiß, aber... Nö, das Publikum ist ja gut gedeot. Ja, das Publikum schon, aber er hat den Gag nicht verstanden, super. Okay. Masked Singer, darüber wollte ich auch mit dir reden. Machen wir das vor dem nächsten Song oder nach dem nächsten Song? Du kannst entscheiden. Machen wir danach. Spielen einen Song? Nee, Moment. Hast du manchmal Sehnsucht? Sehnsucht? Ja. Ach, nach ganz vielen Dingen. Zum Beispiel wonach? Im Moment sehr gerne in Urlaub fahren. Ja. Wirklich einfach mal so mal weg. Und ich liebe mein Zuhause, aber mal so raus, ja. Und Sehnsucht nach Liebe oder geliebt werden? Die immer. Und du spielst auf den nächsten Song an, ne? Ja. Okay. Ja, ist tatsächlich einer der wenigen... Liebeslieder. Ich spiele eigentlich selten Liebeslieder. Ich habe gedacht, ich könnte das nie und habe so einen Song gemacht, der heißt Herz und da geht es eben über jemanden, der das nicht hat. Also eben diese Liebe und sich danach sehnt. Ne? Also der irgendwann möchte, dass das Bett nach jemandem riecht. Das ist aber poetisch formuliert. Ja, das passte gerade. Aber das passte genau zu dem Parfum und dem Schweiß. Genau. Irre. Also Herz. Harz. Hast du Harz gesagt? Herz. Ah. Du musst jetzt nicht die Hartz-IV-Debatte hier eröffnen. Nein. Das passt nicht. Finde ich nicht. Okay, warte, ich muss... So, es ist klar, dass ich mir wünsche natürlich, dass, wenn schon mal richtiges Publikum da ist, dass ihr auch mitsingt. Ich habe es ganz einfach gehalten und... geht folgendermaßen. One, two, three, two. Thank you.
Wir umklammern uns nackt, Herz und Körper intakt. Doch keiner hier bin scheiß allein, nur mit mir. Irgendwann da hältst du mich wirklich. Irgendwann küsst du meine Ängste weg. Hab lang genug in anderen Armen gesucht. Was weiß ich, wo du dich versteckst. Irgendwann komm ich an, irgendwann komm ich an, da wo ich mit dir endlich leben kann. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Das ist, ich mache jetzt keine Werbung, aber das ist super. Das gibt nicht nur einen frischen Atem, sondern befeuchtet auch ein wenig die Stimmbänder. Von der Marke Tete. Aber wir werden es jetzt nicht bewerben. Ja.
Ja, unter normalen Bedingungen könnten wir jetzt alle so mit voller Inbrunst mitsingen. Das lädt Lied ja dazu ein. Nur, da muss ich so ein bisschen Spaßverderber jetzt machen, weil ja in evangelischen Kirchen Rheinland noch nicht gesungen werden darf. Stimmt. Deshalb können wir leider nicht so richtig hier inbrünstig. Wir wollen ja nicht Corona Hot Valley hier oder Hot Hill werden, deswegen. Aber im Herbst können wir es hoffentlich dann. Okay, aber in dem Text Dü-Dü-Dü war ja kein S. Genau, genau. Ihr wisst, also habt ihr auch nicht gespuckt. Ne? Genau. Dankeschön. Es klang sehr, sehr schön. Ja, und das war toll und vielen Dank für die Audience Participation. Time. Ja. Bei Masked Singer war ich ja nicht dabei. Wäre ich dabei gewesen, hätte ich gewonnen. Keine Frage. Ja, singst du auch? Ich hätte es gelernt. Du bist prominent, du singst, du bringst alles mit. Ja, und ich habe Herz. Ja. Aber wir wollen nicht ablenken. Du warst ja dabei als Coach, auch in der ersten Staffel dann. Und du hast auch den von mir sehr geschätzten Max Mutzke da sozusagen musikalisch trainieren dürfen. Ne? Genau, also wir kannten uns tatsächlich schon kurz von einem Konzert, was wir auch zusammen gemacht haben. Und Max ist natürlich ein begnadeter Sänger. Mhm. Der kann irgendwie hoch, tief, alles, laut, leise. Und also kann das wirklich? Also ja, natürlich, natürlich. Sich, und eigentlich wollte er auch erst kein Coaching, also bevor er wusste, dass ich das auch mache. Und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, es geht mir überhaupt nicht darum, jetzt da einzugreifen in deine Stimme, in deine Kunst und so weiter. Es geht einfach darum, ich bin halt ein Texthörer und ich glaube, da kann man immer noch was raushören. Ein bisschen Akzentuierung machen, ein bisschen Technik, Songaufbau. Also dass der Song wirklich nicht direkt, weil Max ist, gibt immer direkt tierische Energie, was tierisch ist. Und dass man auch einen Song so aufbaut. Und der hat natürlich eine Rolle als Astronaut, wo er natürlich sich sowieso kaum bewegen konnte. Also es war klar, dass er jetzt keine Tanz- oder Groove-Nummern machen kann. Also er musste sowieso schon eher auf die Ballade. Und das hat er die ganze Show durchgezogen und hat das dann auch gewonnen. Also wie konnte da treten ja für die Einzelnen, die es vielleicht nicht kennen, aber war ja sehr erfolgreich, treten dann teilweise in Tierkostüm oder als Astronaut oder als, weiß ich nicht, als Politiker verkleidet. Nein, das nicht, aber in massivem Rüstzeug auf. Wie konnten die denn überhaupt singen, habe ich mich immer gefragt. Also, das war teilweise echt. Das Gesicht war auch verdeckt. Wie kann man überhaupt atmen und singen? Das war echt heftig. Also erstmal, die Show war komplett live. Die haben auch alle live gesungen. Was man eigentlich unter der Maske ja gar nicht sehen könnte. Yeah. Aber es gab natürlich immer einen kleinen Durchlass, ein Netz, wo das Mikro dann durch konnte. Und die Kostüme waren einfach unfassbar schwer. Also zum Beispiel der Engel, also da war Bülent Ceylan drunter, der Komiker. Diese Flügel, die wogen tatsächlich 30 Kilo. Und der hatte wirklich die ganze Zeit Rückenschmerzen, war der ganze Zeit in physiotherapeutischer Behandlung. Und weil das einfach unfassbar schwer war, ne? Und heiß. Also die erste Staffel wurde in diesem Jahrhundertsommer letztes Jahr aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das war 35 Grad und dann in so einem Fernsehstudio mit diesem kompletten Gemaske. Das war schon heftig. Ja. Aber manche singen auch mit dem Headset. Also wenn die jetzt, sagen wir mal, was gab es da für Kostüme? Der Kakadu, glaube ich. Wenn man halt so Flügel hat, dann kann man jetzt nicht das Mikrofon noch halten. War das der? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und dann gibt es halt auch so, wie wir haben, hier so ein Headset. Ne? Und das war schon möglich, darunter zu singen. Aber es war natürlich auch surreal, weil erstens, also die es sehr gut gemacht haben, sind natürlich in diese Rolle geschlüpft. Mhm. Sind dann wirklich der Astronaut gewesen, das Chamäleon gewesen, die Fledermaus oder was weiß ich. Und haben das halt einfach ausgelebt, ne? Weil man die ja sowieso nicht erkannt hat. Ne? Und waren diese Promis, also einige ja selbst musikalisch vorgebildet oder sogar Profimusiker, andere aber eher nicht? Das ist eher immer gemischt. Das macht auch den Reiz der Show aus. Es ist ja eigentlich eher eine Performance-Show als eine Casting-Show. Es geht nicht darum, wer am besten singt. Manche, wenn die besten Kostüme haben oder irgendwie den Wuschel oder das Monster irgendwie süß und wir rufen für den an. Also das war dann wirklich eine reine Performance-Show. Der Puschel, für den man anruft. Wuschel. Der Wuschel. Ja. Oh. Das wäre ich auch das mal war gerne. So eine rosa Knutschkugel mit großen Augen. Ach, schön. Da war Mike Singer drunter. Genau. Ach, gut. Ein Teenie-Star, den kennst du. Du hast dann auch mit Bülent Ceylan zusammengearbeitet intensiv. Und genau. Da ist auch mehr draus entstanden. Also ihr habt auch gemeinsame Projekte vor, oder wie ist das? Ja, wir hatten, wir sind beide Steinbock, wir haben beide den gleichen Bart. Das war aber Zufall. Und es ist irgendwie so eine Freundschaft daraus geworden, sodass wir über Masked Singer hinaus, weil wir hätten im Sommer jetzt eine Tour gespielt mit einer, also Bülent Ceylan ist eher rockmäßig unterwegs, also eher härter unterwegs
Und wir hatten eine Tour gemacht, ich habe die Band schon zusammengestellt und ich war da der Musical Director, wie man so sagt, und hätten auch Wacken gespielt. Wacken, das große Fest auf der Hauptbühne vor 100.000 Menschen. Also das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht und das wäre am 1. August gewesen und da ist dieses Ding hier dazwischen gekommen. Und ja, aber entschuldige mal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du die Wahl hast zwischen Wacken vor 100.000 oder Friedhofskirche Wuppertal-Elberfeld vor 50 mit Helge Lind. Also Entschuldigung, wofür entscheidest du dich? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Lass dein Herz sprechen und auch deinen Verstand. Und denke daran, dass wir noch gemeinsam hier eine Stunde verbringen. Ja, klar. Ja, ich würde mich entscheiden. Gut, dass du gesagt hast, die Friedhofskirche ist dennoch größere Event. Und in Wacken machen wir dann nächstes Jahr zusammen. Ja, das ist schön. Willst du mitmachen? Ja, mach ich sofort. Du kannst mein Roadie sein. Oh ja, gut, kann ich auch machen. Oder ich kann Bülent Ceylan die Haare klauen. Der hat ja ziemlich viel Haare. Und ich hat sehr lange, geile Haare, ja. Ja, 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 ja. Damit ich bürgernäher bin, habe ich mich für Haarausfall entschieden. Ach so, ja. Okay. Das macht menschlich. Du kannst aber auch einen Fifi tragen. Nein, nein. Du weißt, wie das Geschäft läuft. Ja, 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 ja. Sehr gut. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wacken oder Wuppertal? Ja, und beides. Machen wir beides. Also ich würde auf jeden Fall gerne in Wuppertal wohnen. Aber wohnst du noch im Remscheid eigentlich? Nee, ich wohne in Wuppertal. Du wohnst in Wuppertal ja, jetzt? Ja. Aber hast du nicht mal in Remscheid-Lüttringhausen gewohnt? Da habe ich auch mal gewohnt, ja. Ach, du wohnst jetzt in Wuppertal? Welchem Stadtteil? Also für die nicht zu sehr, Wuppertal, schönste Stadt der Welt, hat aber viele Stadtteile. Also ich will natürlich nicht verraten, wo ich wohne, aber es ist sehr, 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 sehr grün da mit sehr, sehr... Aber ist es noch auf dem... Wuppertaler Stadtgebiet. Ja, ja, auf jeden Fall. Also man hat viele Pferde drumherum und wenn man lüftet, kommt auch immer eine Prise Dung mit. Ah. Und, also mitten im Herzen der Nordstadt ist das Ganze da, der Elberfeld. Ja. Jetzt hast du es doch verraten. Ja, 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 ja. Gut. Ja, aber wir sagen dir nicht die Adresse. Nein. Meine Adresse kennen ihr alle und die steht im Netz mit allen Folgeerscheinungen. Bei dir machen wir das nicht. Ja. Wir machen das nicht. Puh. Und ist das irgendwie dann anstrengend? Also wenn man jetzt auch, du machst ja einerseits selbst Musik, aber du bist ja auch fundiert ausgebildet und coachst auch. Denkst du dir manchmal, oh, die anderen, die sind ja anstrengend, die Coaching unfähig. Was tue ich mir damit an, mit anderen zusammenarbeiten zu müssen und denen auch mal zu zeigen, wie sie sich verbessern können? Wenn jemand einen Ehrgeiz hat, dann ist mir eigentlich das Talent erstmal egal. Also wenn jemand Bock hat, das zu machen und zu singen oder wie auch immer. Ich habe auch jahrelang einen Chor geleitet und das hat auch tierisch Spaß gemacht. Mhm. Sobald da die Lust da ist und der Klang, dann macht er was damit zu machen. Also ich habe auch mal in der ersten Staffel mal kurz mit Heinz Hönig gearbeitet. Oh, der Schauspieler, den ich als Kind total oft gesehen habe und immer so Gangster gespielt hat und so. Mhm. Ein tierischer Kerl einfach. Und nicht der größte Sänger, aber einfach ein Charakter. Mhm. Und wenn jemand so einen Charakter hat, dann, dann nehme ich ihm das nicht nur ab, sondern bewundere das auch. Mhm. Ne? Also Bülent Ceylan ist auch jemand, der einfach ein prima Mensch ist. Also das ist einfach ein ganz, ganz großartiger Kerl. Und der hat auf meinem Album auch gesungen, zwei Songs. Flaschengeist und Tanz ist weg. Und der soll sich mal bei mir melden. Kannst du da nicht was klar machen? Wegen der Haare? Nö, einfach so. So. Bülent und Helge. Ach so. Das wäre genial. Wir können da so ein. Also den ersten Teil dieses Formats reden wir über Haare. Mhm. Er hat zu viel, ich habe zu wenig. Und dann diskutieren wir darüber. Und im zweiten Teil machen wir einen politischen Austausch. Und im dritten Teil singen wir. Das ist ein Riesending. Ja. Auf der Waldbühne in Wuppertal. Ich sag dir, 100.000 Zuschauer. Warum nicht Waldbühne in Berlin? Auch, aber ich bin doch Lokalpatriot. Ach so, natürlich. Erst Wuppertal, dann Berlin. Ja, gut. First we take Wuppertal, then Berlin. Kennst du nicht den Titel? Natürlich. Ist Musikgeschichte. Ja. Ja. War das Leonard Cohen? Scheiße, haut ich mich gerade? Ja, es gibt ja dieses First we take Manhattan, then we take Berlin. Nee, das war eine Frau, ne, die das gesungen hat. Musikalisch Gebildete hier im Raum, aber wir recherchieren das während des nächsten... Then we take Berlin. Ja. Das war eine Frau. Ja, ja. Susan Vega? Jennifer Warnes. Okay. Sicher? Ja. Okay. Gut. Okay, auf jeden Fall war es nicht Leonard Cohen. Wir glauben das mal. Ja. Ja. Ich werde während des nächsten Titels werde ich das rauskriegen und
mir wird das gelingen, wenn ich keinen schwarzen Tag habe. Nee, wir werden ein Lied überspringen. Ach nee. Ja, aber ein schwarzer Tag ist trotzdem eine gute Überleitung zu Buzz Aldrin. Ich habe ein Foto mit ihr. Ihr überspringt einfach ein Lied. Ja, das ist... ohne mich zu fragen. Ja? Ist aber böse. Nein, das ist nicht schlimm. Das schneiden wir raus in der Live-Show. Ja. Es geht um diesen Menschen, für die Leute zu Hause, die es nicht gesehen haben. Das Bild kennt ihr alle. Ja, könnt ihr das sehen? Ich könnte nicht ranfahren, aber darf ich mal ganz kurz näher rangehen? Geht ja, das? Du darfst, ja, du darfst. Ich gehe mal kurz näher ran, so. Guck mal. Hallo, dieses Bild hier, ja, seht ihr das? Ja. Hallo. Ja, jetzt reicht es aber. Ja, okay. Das ist, alle denken immer, das ist Neil Armstrong. Aber es ist nicht Neil Armstrong, sondern Buzz Aldrin. Okay. Ja. Okay, du nimmst die Spannung etwas raus. Ja, ne? Die nehme ich raus. Ja. Aber das war die Rache, weil du einen Titel gestrichen hast. Ist dir gelungen, okay. Ja. vielleicht spielen wir dann vielleicht im Anschluss noch. Ne? Ich wollte das, was hier nicht zu lange... Ne? Ja. Nein, ist ja sehr rücksichtsvoll. Gut, also Buzz Aldrin war tatsächlich der zweite Mann auf dem Mond und hatte da seit seines Lebens ein Problem mit der Zweite zu sein, weil er sehr stark in der Mission dafür gekämpft hat, als Erster auf den Mond zu gehen. Er ist 20 Minuten später auf den Mond gegangen, was ja wirklich nichts Schlimmes ist, aber es ist tatsächlich das Thema Zweiter sein, was mich dann gepackt hat. Mhm. Also der Silbermedaillengewinner wird gefragt, und wie viel hat zu Gold gefehlt? Mhm. Ne? Und ja, die wirkliche Arschkarte hatte eigentlich Michael Collins. Das war der Dritte. Der Dritte. Mhm. Der musste nämlich im Raumschiff bleiben und hat den Mond niemals betreten dürfen. Und, aber bevor wir zum Titel kommen, das Ganze hat ja noch eine Pointe. Ich bin ja immer der Besserwisser hier, okay, am Tisch. Ja. Deshalb habe ich auch Buzz Aldrin verraten. Er war zwar der Zweite und hat diese Kränkung des immer Zweiten Seins, aber derjenige, dessen Bild wir immer sehen, ist, wie du ja gezeigt hast, eben nicht Armstrong. Sondern genau. Da ist der Zweite der Erste und Einzige gewesen, weil richtig. Armstrong ja die Fotos machen musste. Richtig, aber der hatte den fotografischen Aldrin Auftrag. So richtig. Ist das. Ja. Und deshalb gibt es halt, man sieht... Louis Armstrong. Ja. Wusste ich gar nicht. Louis Armstrong war auf dem Lance Mond. Armstrong. Ah. Man sieht... Burnt Armstrong. Ja, man sieht Neil Armstrong im Visier des Helmes tatsächlich. Ja. Wenn ihr ganz genau hinschaut, wenn ihr noch gute Doktrins habt. Ne? Ja, aber jetzt quatschen wir nicht weiter, sondern jetzt singen wir über Buzz Aldrin. Ja, okay. Viel Spaß. Okay. Dankeschön. Das ist der Übergangsapplaus zur Bühne. So, ich gehe gerade zur Bühne. Genau. Es muss überbrückt werden, weil ich noch ganz kurz stimmen muss. Habt ihr mitbekommen, was wir jetzt spielen, oder habt ihr ein Nickerchen gehabt, liebe Band? Wer bist du nochmal? Okay. So. Buzz Aldrin ist natürlich auch auf der CD. Wir spielen heute übrigens in einer kleinen akustischen Besetzung, also zu dritt, was ich nicht schmälern möchte, aber normalerweise haben wir eine große Band, noch mit Keyboard dabei, noch einer zweiten Gitarre, und auf dem Album ist natürlich auch alles vertreten und Chöre und was weiß ich nicht alles. Ne? Aber wir möchten trotzdem auch in dieser kleinen, feinen Besetzung euch die Songs ein bisschen präsentieren. Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond. Schritt, ein großer Held, du warst einer von dreien. Mit euch fiebert die halbe Welt, schaut zu in Schwarz-Weiß. Apollo 11, dein Kindheitstraum, Rakete fliegt, wo noch keiner war. Sommer 69, im Weltenraum, du gehst als Zweiter. Wird es dir klar? Du bist der Mann auf dem Mond und fast auf dem Thron. Du hast nicht das Gold, nur Silber geholt. 20 Minuten zu spät. Was Aldrin, du hast letzten Schritt gemacht. Nur verdammte 20 Minuten zu spät. Ist es das, worum's geht, dass dich die Welt nicht versteht? Oh, 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 oh.
zurück zur Erde, dein höchster Triumph, doch dein Leben stürzt ab. In der Menschenherde fühlst du dich stumpf, hast dein großes Ziel verpasst. Diese 20 Minuten lassen dich bluten, du schwebst noch immer in der Umlaufbahn. Dein Leben geht weiter, doch nur als Zweiter, guckst dir nur noch das Foto an. Du bist der Mann auf dem Mond, fast auf den Thron. Du hast nicht das Gold, nur Silber geholt. 20 Minuten zu spät. Was Orin, du hast den gleichen Schritt gemacht. Nur verdammte 20 Minuten zu spät. Ist es das, worum's geht, dass dich die Welt nicht versteht? Oh, wo waren wir? Dankeschön. Der Herr Sagona bleibt mal hier. Na ja, komm, da muss er jetzt durch. Wir sind hier in einer politischen Bildungsveranstaltung auch. Jetzt gucken Sie mal genau diesen Mann an. Ja? Stefan Maria Sagona, ein Name und ein Mann wie ein Gott. Ja, sind wir nicht im Bild? Ja, jetzt sind wir mal im Bild. Hier so, kurz. Ihr macht das, ne? Ja, ganz kurz. Ja. Kurz. Ich dachte, der kommt dir doch bekannt vor. Heißt Sagona, sieht aus wie Sagona. Und es gibt einen Michael Maria Sagona, Pressesprecher von Kurt Biedenkopf. Seinerzeit. Jahrelang. Er ist ja eigentlich Nordrhein-Westfalen-Biedenkopf, aber jahrelang Ministerpräsident von Sachsen. Legendär. Ja, genau. Falsche Partei, aber netter Typ. Ja. So ist es. Ja. Aber du stehst zu mir, oder? Ja, er unterschreibt das. Vielen Dank, nochmal großen Applaus, wunderbar auch an Percussions, Stefan Maria Sagona. Hast du schön, wie ich wieder anfassen darf. Also nicht, dass jetzt, aber ne, dass man das wieder offiziell, nicht nur in Familien. Ja. Ja, aber das Thema hatten wir schon. Ja, ja, so. Thema anfassen hatten wir zwar jetzt nicht so, aber auch. Nö, Corona im Allgemeinen. Ach so, Corona. Ich dachte so anfassen im Allgemeinen. So. Ach, die Gags zünden heute irgendwie nicht. Es liegt an dem Publikum. Das heißt, ich möchte ein bisschen mehr Applaus haben. Gerade für uns und nochmal für Andreas. Ja, danke, danke. Ja. Ja. Ja, das Buzz Aldrin-Gefühl kennt man ja manchmal auch. Ja. Das Zweite sein? Ja. Kennst du das nicht? Ja, wenn ich Zweiter an der Kasse bin und vor mir ein ganz großer Einkaufswagen steht. Ja, ja, stimmt. Das war zu trivial, ne? Aber, ja, sollen wir es auf eine höhere Ebene bringen? Nee, müssen wir nicht. Also ich habe mich ja immer geärgert, wenn ich mal nicht die beste Arbeit geschrieben habe in der Klasse. Und dann hatte ich eine Mitschülerin, die meistens die Buzz Aldrin war und die hat mich tierisch genervt. Mhm. Oh, war furchtbar. Okay. Dieses kranke Wettbewerbsgefühl, das war nicht schön. Okay, aber du erinnerst dich noch dran, ne? Ja. An die Schulzeit und dass dich das gepiekst hat, ne? Da erinnere ich mich, aber ich war ja auch gerne Schüler, muss okay, ich sagen. Okay. Ja. Ich dachte jetzt, dass dieses Gefühl, das du immer noch mit dir trägst. Mit dem Klar, Fall. Also sowas vergisst man ja nicht, okay. Denn das ist ja schon, das sind ja so prägende Zeiten. Ich war auf der katholischen Grundschule, Reichsgrafenstraße. Ich auch. Ja? Ne, ehrlich? Das gibt's doch nicht. Ja.
in Wuppertal, katholische Grundschule, Reichsgrafenstraße, heute Angelo Roncalli. Und ich war da als Protestant, Exot, aber nicht gemobbt, aber im Exot. Ja. Und ich habe aber jede Woche, Mittwoch, glaube ich, war es, im Gottesdienst auch mitgekniet und katholisch mitgebetet. Ich bin. Okay, ach, evangelische Menschen knien nicht während des Gottesdienstes? Nein. Okay. Oder jetzt muss man, also das ist mir nicht bekannt als evangelischer Christ hier und das wäre eine Neuerung, die mir so nicht vertraut ist. Aber man kann ja nochmal das einführen. Ja. Aber notwendig ist es nicht. Jedenfalls, also das war alles ganz versöhnlich, nur als man mich dann nicht auf dem katholischen Gymnasium St. Anna aufgenommen hat. Da war ich. Ja, ich war nicht gewollt, weil ich falschen Glauben hatte. Ja. Ach so. Das hat auch gesessen. Die Verwundung ist noch da. Ja. Ich wurde auch nur von Nonnen unterrichtet tatsächlich, und nicht nur in Religion. Aber ist ja verrückt, dass wir da diese... Schwester Manfreda, weiß ich noch, diesen Namen werde ich nie vergessen. Sie hat ja auch Eltern und die Eltern haben ja entschieden, ihr diesen Namen zu geben, Manfreda. Also ich weiß nicht, wenn jemand heute hier so heißt, ich mag den Namen trotzdem nicht. Also es ist halt einfach ein Jungenname, so mit einem angehängten... Wie Klausa oder so. Gibt's das, Klausa? Helge und Helga gibt's. Oder Horster. Horster. Ja, nee, gut, das nur so am Rande. Also bei mir ist das einfacher. Helge, Helga, Frederik, Frederica. In Italien sagen die Leute auch Andrea. Ja, ja. Auch zu mir, Andrea. Ja, das ist doch wunderbar. Come stai. Ja, oder du könntest so auch als Südtiroler auftreten. Ja? Ja, mit dem, wie heißt dieser komische Südtiroler da, der, wie heißt denn der? Ah nee, der ist Österreicher. Wie heißt denn der so ein bisschen rechts ist oder angeblich rechts? Andreas Gabalier, genau. Okay. Du bist mir tausendmal sympathischer, muss ich sagen. Okay. Ja. Ich kenne ihn nicht, also ich kann... Nein, du sollst doch nichts sagen. Ich reite mich gerade in den Mist rein und verliere gerade 1000 Wähler in Wuppertal, aber ist egal. Dafür gewinne ich 1500, dadurch, dass du heute da bist. Okay. Wo bist du eigentlich geboren? In Wuppertal? Nein. Natürlich. Ja, auch in Wuppertal geboren? Ich komme nicht weg. Und in welchem Krankenhaus? Das gibt es halt nicht mehr. St. Marienhospital. Und zwar war das auf der Hart. Oh. Das gibt es aber nicht mehr, glaube ich. Ja. Sehr schön. Und Wuppertal ist, ich finde, es ist eine super Homebase, sage ich immer, weil das eigentlich so nicht genau in der Mitte der Republik ist. Aber ich reiste ja sehr viel, als ich noch live spielte. Ja. Und es sind zwei Flughäfen gleich weit weg, Düsseldorf, Köln. Es ist das Ruhrgebiet da, man ist schnell in Köln, man ist schnell in Düsseldorf und es ist eigentlich super gelegen. Hamburg ist fast so weit weg wie Frankfurt und eigentlich für einen Musiker oder Reisenden eigentlich eine super Sache. Ja. Und eine bessere Luft als in Köln und nichts mehr gegen grün, Köln, aber ist so. Ist mehr grün als in Düsseldorf. Aber ein Grad kälter auch als Köln. Ja. Ja, aber wir machen das ja auch bewusst, auch für die Nicht-Wuppertaler, die Zuschauer, ist obligatorisch, immer auch einen Werbeblock für Wuppertal zu machen. Also da lasse ich die Leute auch nicht raus, weil ich ja zutiefst in meine Stadt verliebt bin. Und man sieht ja auch, schön. Wuppertal bringt die schönsten Musiker und Politiker hervor. Den Adonis der Popmusik und den Apoll der deutschen Politik, oder? Oh mein Gott. Ja, was soll ich da sagen? Ja. Manche Wahrheiten muss man einfach im Raum lassen. Genau. Ja, und die wirken unwidersprochen. Nein, aber ich habe auch das Gefühl, dass das Wuppertal auch wieder so kommt. Das war immer eine Sache mit der Kultur, dass da ein paar Sachen auf der Strecke blieben. Also ich vermisse zum Beispiel sehr das Rex-Theater, was von Martina Steimer jahrelang geleitet wurde und so. Und das war immer so mein Wohnzimmer. Da habe ich immer meine ersten Sachen gespielt. Oder vorher das Forum noch am Achenberg und so. Das waren wirklich so... Kultstätten. Die es jetzt so nicht mehr gibt, also für die so nicht mehr gibt. Martina Steimer ist jetzt in Bonn, macht da die künstlerische Leitung. Und aber es kommt was. Es gibt immer noch die Luisenstraße, die ist natürlich sehr, sehr schön. Außerhalb ist sowieso immer schön, das wird immer unterschätzt. Ich war heute noch spazieren und da habe ich irgendwie gedacht, das sah aus wie in Österreich. Also da, wo ich wohne, in der Nordstadt, da diese Wiesen. Ja. Nein, ich wohne nicht in der Nordstadt. Nein! Aber die Nordstadt ist auch sehr schön. Ja, und, das war ja mein Ablenkungsmanöver mit dem, das riecht wie Dung und Nordstadt. Ja. Also, wir werden nie verraten, wo du wohnst. Also, ich bin wirklich Fan. Ich meine, die Wuppertaler haben so einmal diesen Slang, ne? Trägt die Gänse an und
und so. Das ist natürlich, ich kann das nicht so richtig gut, aber finde ich auch gut. Ne? Und ich habe sehr viel gelernt über den Dialekt. Ich habe einen einzigen Job in meinem Leben gemacht, der nichts mit Musik zu tun hat. Ich habe in Holland studiert, an der Hochschule für die Künste in Arnhem. In dieser Zeit bin ich tatsächlich nachts hier in Wuppertal Taxi gefahren. Und damals war das war irgendwie okay lukrativ und habe das irgendwie 3-4 Jahre gemacht oder 4 Jahre. Und meine damalige ganze Band auch. Also es war irgendwie so Rock'n'Roll. 4 Leute von 5 sind nachts Taxi gefahren und man fährt Leute, die man sonst gar nicht treffen würde nachts. Also, Taxifahren ist super. Und das so als Anfang 20er ist schon echt krass. Also wirklich, es ist natürlich viel Alkohol im Spiel dann auch in den Autos und dann muss man immer abwägen, bleibt es drin und so weiter. Und, also das Essen oder? Ja. Und ich habe da sehr viel Erfahrung gesammelt, weil du einfach direkt so ins kalte Wasser, bam, und ja, geh da mit den Leuten um. Und du bist echt so ein kleiner Pimp, der irgendwie gerade Musik machen will und... Das war schon krass. Der Jochen Rausch, also der Senderchef von 1Live, auch übrigens ein Wuppertaler, also viele berühmte Menschen kommen aus Wuppertal, der hat ein Buch über das Taxifahren geschrieben. Das wollte ich mir immer schon mal kaufen. Ja. Heißt das nicht einfach nur Taxi? Ja, ich glaube ja. Und er hat absolut recht. Also ich bin ohne Privatwagen und viel Taxifahrend. Und durch Taxifahren lernt man Menschen kennen wie nie auf anderen Wegen. Also das ist so ein bisschen wie beim Friseur. Soziologische Studie. Man meint ja, man sieht sich nie wieder und ist sofort auf einer persönlichen Ebene und erzählt dann sofort. Okay, gerade Probleme da und hier. Und das würde man ja sonst nicht tun, wildfremd das zu erzählen. Aber man weiß, okay, den Berliner Taxifahrer oder so sehe ich jetzt nie wieder und das ist sehr schnell vertrauensselig. Es gibt ja so eine Regel auf der Bühne, dass man eigentlich nur auftritt, wenn mehr Leute im Publikum sind als auf der Bühne. Ja. Also wir haben das auch schon erlebt, dass man zu fünft auf der Bühne steht und dann sind 3 Zahlende. Einer war vom Haus und der zweite hat sich vertan in der Tür, der wollte eigentlich nebenan das Kleinkunstkonzert. Das Besseres in Bonn erlebt, das ist ungefähr vor einem Jahr, das war, ich nenne jetzt nicht die Stiftung, die das war, aber da war ich da und Bombenwetter und wir warten und warten und es war wirklich nur der Moderator und die 2 Diskussionsgäste, deren einer ich war und null Publikum, null. Auch nach einer Stunde, null. Und dann entschieden wir uns irgendwann beim Italiener nebenan zu essen und die Veranstaltung zu verlagern. Ja. Auch ähnliches Erlebnis, ich habe mit irgendeiner Band gespielt, irgendeine Festivität. Es gab gegenüber einen Tresen, alle waren an diesem Tresen. Und nacheinander gingen alle raus, weil die wollten sich einfach unterhalten, die hatten keinen Bock auf Musik. Und da saßen noch 3 da und noch 2 da und irgendwann war keiner mehr da. Wir haben natürlich weitergespielt, weil wir wurden ja bezahlt dafür, also weiterspielen. Und irgendwann kam dann einer wieder rein, nahm die Türklinke, machte die Tür zu von außen. Das war so demütigend. Dann haben wir auch nicht mehr gespielt. So geht's. Also einfach... Ich meine, nicht nur zuhören, sondern auch noch, das ist krass. Ja, aber manchmal, wenn man als Politiker Hausbesuche macht, geht es einem manchmal ähnlich. Ja? Ja, ja. Also das geht noch robust dazu. Okay. Da fliegt manchmal auch was. Echt? Und nicht nur Worte. Okay. Ja. Nicht bei mir. Nee. Ich bin ja der also aber es wurde dir erzählt. Es wurde mir erzählt, ja. Klar. Vielleicht würden wir 3 auch bei euch im Garten spielen oder so. Oder so, wenn ihr irgendwie was findet. Weil ich möchte live spielen. Ich glaube, es geht vielen Musikern so. Und das juckt einen halt so. Und irgendwann lockert sich das wieder. Und vielleicht gucken wir ein paar zu und denken, ach guck mal, für die nächste Party. Ja. Und ich habe auch schon einen schönen Innenhof in meinem Büro. Also da bist du auch herzlich willkommen. Innenhof, Und da hinten wohnt eine WG und die würden sich alle freuen. Ja, wir waren letztens im Opernhaus im Hof. Mhm. Da wurden Stücke, letzte Woche war das, weil ich kann ja nicht nur sagen, Leute, geht raus, geht in Konzerte und es selber nicht tun. Da habe ich gedacht, ja, dann geh auch mal raus und guck dir was an. Und da wurde halt alles von Romeo und Julia bis Mozart, von Arien bis Schauspiel und der eingebildete kranke Molière und was weiß ich. Und einfach aus dem Fenster raus. Aus dem Fenster raus. Und das heißt, die Leute saßen wirklich, das Publikum saßen stand unten. Im Innenhof. Ja. Genau, im Innenhof. Waren auch nur 30, 40 Leute da, mehr war nicht Platz. Und dann wurde aus dem Dings gesungen und dann kam ein Geiger da oben und dann ein nackter Mann, der geschauspielert hat. Es war sehr heiß. Also, ich fand es gut.
Ja. Und damit ist ja auch mal ein Bruch, denn man kann ja nicht weiter, und jetzt achte auf diese Überleitung, die ist genial. Okay. Denn wir müssen jetzt auch wieder zusammen auftreten, Publikum erleben, wir können uns nicht immer verkriechen. Sehr schön. Sag mal, wie ist denn der nächste Titel? Erklär mir das nochmal ein bisschen. Wie heißt der nochmal? Der heißt Verkriechen. Ach nein, Verkriechen. Ja. Okay. Okay. Wahnsinn. Ein Meister der Überleitung. Gut, ich muss kurz nachstimmen. Auch auf der CD, wunderschön, da singt meine Tochter Maja mit auf dieser CD, die ist heute nicht hier, aber bin ich ganz stolz drauf, weil meine Tochter hat nicht nur die Buttons entworfen, das ist ihre Handschrift, hier, Moment. Und sie hat das letzte Stück auf der CD Weverstraat auch Klavier gespielt, also wer das hören möchte, und da bin ich sehr stolz drauf. Und das Stück heißt Verkriechen. Verkriechen können wir uns nicht nur in ein Kopfkissen, sondern auch in ein gutes Buch, in ein gutes Gespräch, in den Wald oder wie ich das gerne tue, beim Paddeln auf dem Beyenburger Stausee. Und viel Spaß. Alle zu dir sagen, was hier geht und was du besser lässt. Vergiss den Rat, der sagt, wie Leben geht, denn deins ist völlig anders. Vergiss den Rest, da ist keiner, der sagt, wie einsam er ist. Erzählt von Tränen im Kissen. Ich will mich verkriechen, einfach verkriechen, ganz tief. Ich will mich verkriechen, weit weg vom Tag. Ist da irgendjemand, der wartet, bis ich schlafe? Sag, für alles gibt's die Antwort, die dir sagt, so geht das Glücklichsein. Doch manchmal will ich's gar nicht wissen, nein, da fällt mir keine Formel ein. Wo soll die sein? Da ist keiner, der sagt, wie einsam er ist. Erzähl von Tränen im Kissen. Ich will mich verkriechen, einfach verkriechen, ganz tief. Ich will mich verkriechen, weit weg vom Tag. Ist da irgendjemand, der wartet, bis ich schlaf? Oh, ich will mich verkriechen, vor der Welt verschließen. Oh, lieber Tag, du kannst mich mal. Ich will mich verkriechen in eine Nische. Oh, bitte warte, bis ich schlaf. Oh, 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 oh. Deinem Kissen. Doch du bist
mehr versteckt. Ich will mich verkriechen. Einfach verkriechen, ganz tief. Ich will mich verkriechen. Weit weg vom Tag, ist da irgendjemand, der wartet, bis ich schlaf. Oh, ich will mich verkriechen, vor der Welt verschließen. Lieber Tag, du kannst mich mal. Ich will mich verkriechen in eine Nische. Oh, bitte warte, bis ich schlaf. Da irgendjemand erwartet, bis ich schlaf. Okay. Jetzt muss mal der Herr Bender nach vorne kommen, den müssen wir jetzt auch noch präsentieren. Herr Bender. Herr Bender, Markus Bender, ja. Am Bass, Leute. Aus Erftstadt angereist, aus Erftstadt. Ich finde, es gibt einen Skandal auf dieser Welt und das ist die Missachtung und Diskriminierung der Bassisten. Und das müssen wir heute ändern. Ja. Und jetzt muss einer mal dieser Bassisten auspacken und mal Klartext reden. Also, was wollte Markus Bender immer schon mal sagen? Jetzt müssen wir dich irgendwie ans Mikro locken, damit man das versteht. Keine Ahnung. Da hat man mal die Möglichkeit. Ja, die musst du jetzt ergreifen. Geht einfach auf Konzerte, Leute. Ja, danke. Ja. Sehr gut. Das war der Beweis, warum manche Bassisten sind und andere Leadsänger. Zu bescheiden, zu bescheiden. Ach, so bescheiden war das gar nicht. Nee. Das war ein klarer, formulierter Wunsch. Mit viel Gefühl. Ja, das stimmt. Aber ich hätte eine vehemente, zornige Philippika über die Diskriminierung der Bassisten in den letzten 5 Jahrhunderten vorgetragen. Oh, es gibt doch ganz, ganz bekannte Bassisten. Natürlich. Ja. Paul McCartney. Ja. Ja? Das stimmt. Aber eben, er war ja nicht allein als Bassist bekannt, sondern auch, weil er... Er ist auch nicht nur allein als Bassist bekannt, er ist auch ein begnadeter Koch. Oh, ja. Das wussten wir gar nicht. Ja, das sind Zutaten, die habe ich noch nicht mal gehört, dass die gibt. Ah. Kräuter, die in Wuppertal gar nicht wachsen. Ah, aus Erftstadt, richtig? Ja. Oh. Und die beiden überhaupt, Stefan, Maria Sagona und Max Bender, also wenn wir so im Tourbus früher so unterwegs waren, 1900. Aber ihr seid doch alle Anfang 40. Ja, sicher. 40, nein, ich meine jetzt halt die Zeit. Oder? Und höchstens. Die beiden, das ist so lustig, egal wo wir ist, es wird immer über Rezepte geredet. Es geht um Dünsten, um Blanchieren, um was weiß ich nicht was. Das ist so geil. Sous-Vide-Garn vielleicht, auch Sous-Vide-Garn oder sowas? Das kenne ich nicht. Oh. Ja, auch Sous-Vide-Garn, das muss man auch wissen. Achso, natürlich, ja. Ich muss dann auch mal ja sagen, ich verstehe nichts. Gut, ist auch eine Bildungssendung heute hier. Ja, natürlich. Ja. Aber ne, das mal eben so zum Thema, dass Musiker immer nur über Musik reden, das mit dem Kochen, das ist schon... Oh, das ist machen wir eigentlich gleich noch, damit ich diesmal nicht daneben liege, machen wir dann noch 2 Titel oder holen wir den 3. noch nach? Das entscheidest du. Ich will da gar nicht eingreifen. Ja. Ich hab meine Autorität sowieso schon verloren. Nein. Ja, doch. Um Gottes Willen. Doch. Bloß, weil ich einen Titel geskippt habe. Nein. Meine Mutter hat immer gesagt, willst du gelten, dann sei selten. Okay. Toller Spruch. Also sie kam aus Hanau und hier würden wir sagen, in der Kürze liegt die Würze oder so, aber ich fand das geil. Willst du Geld, dann sei selten. Da muss man erst mal drüber nachüberlegen. Mhm. Mein Motto ist, besser wissen ist beschissen. Mhm. Belehren in allen Ehren. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend hassen. Ja, sehr schön. Oh, ja. Das Niveau sinkt. Nein. Und die Reichweite der Sendung auch. Ich habe noch ein, das Leben ist ein ständiges Ab und Ab. Ja. Schön. Gut, da fällt mir jetzt nichts mehr ein. Nee. Dass wir beide mal nachdenken und dann stellst du mir mal eine Frage.
Ich soll eine Frage stellen? Ja, das mache ich immer gerne. Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, die ist vielleicht sogar ein bisschen politisch. Ich habe sehr viel Persönliches über dich erfahren. Ne? Ja, frag einfach. Und als Musiker, wir sind ja angewiesen auf die finanzielle Hilfe vom Staat tatsächlich. Es gibt Thema. Ja, ja, das ist schön. Ja. Und da haben wir ja eine Zusage bekommen, dass wir 9.000 Euro verwenden, was erstmal wie viel Geld klingt, aber wir dürfen es ja nur für Betriebsausgaben ausgeben. Und ich bin als Solo-Selbstständiger natürlich, ich habe keinen Fuhrpark und auch keine Proberäume und so weiter und viele große Ausgaben und darf das dann nicht für mein Essen und Miete und so verwenden. Jetzt bin ich ernst geworden, ne? Aber mich würde es tatsächlich interessieren, wie wird da, ich meine, du bist an erster Quelle, ja, wie wird darüber diskutiert, wie wird entschieden? Das Thema verfolgt mich jetzt seit Beginn der Corona-Krise, muss man sagen, morgen auch wieder, morgen mache ich eine, ich glaube um 14 Uhr eine Kulturschalte, kannst du gerne teilnehmen, okay, gerne. Kann jeder sich anmelden und von Beginn an war das ja das Thema, ich glaube, da nutzt auch gar nichts, das rumrum zu schreiben und rumrum zu reden, von Beginn an ist da, also seit Geburt dieses Problem da, dieser Geburtsfehler ist von Beginn an da, dass diese 9.000 Euro, für die das nicht kennen, beziehungsweise 15.000 bei etwas größeren Unternehmen, dass die nur für Betriebskosten verwandt werden dürfen, dass das aber für Kulturschaffende nicht passend ist letztlich. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass in Nordrhein-Westfalen erstmal diese 9.000 Euro ausgeschüttet wurden ganz am Anfang, mit dem Hinweis, das kann man für alles verwenden. Und ein paar Tage später, Ende März, hieß es, geht nicht. Also es ist in Nordrhein-Westfalen auch skandalös schlecht gelaufen, das muss man auch sagen, das kommt noch hinzu. Es wurde von der Homepage wurde dieser Passus gestrichen, man darf es auch für Lebensmittel. Genau, man darf es für Lebenshaltungskosten. Die Mist hat aber die Landesregierung gebaut, das muss man auch so benennen. Die Frage ist halt, müssen wir halt zittern, als Musiker das Geld wirklich zurückzuzahlen, weil wir haben es natürlich ausgeben müssen, weil wir leben müssen, haben natürlich auch versucht, viele Ausgaben zu also haben, ich die jetzt, für Musik. Ich sag so zwei Dinge dazu. Wir kämpfen noch, auch als ich meine ja nicht nur Innenpolitik oder Kulturpolitik, dass man nachher eine Lösung findet, also jetzt wenigstens für das neue Paket. Ich bin da aber skeptisch. Ich glaube, ist so, weil Wirtschaftspolitiker und auch Sozialpolitiker verschiedener Parteien, ich mache das jetzt nicht nur auf CDU und SPD, sondern insgesamt ist das da auch so eine große Auseinandersetzung, sind nicht der Meinung, sondern die sind eher für diese Betriebskostenlösung und für Grundsicherung, was aber einfach Riesenprobleme macht für Kulturschaffende. Also das ist ein dauernder Missstand und ich glaube nicht, dass uns noch gelingt, den wegzuräumen. Wir haben zwar jetzt so ein Milliardenpaket für Kultur, das auch gut ist, aber dieses Solo-selbstständige Problem, das bleibt. Es ist nicht das Problem der Solo-Selbstständigen, es ist das Problem, dass, glaube ich, manche Politiker, oder zumindest die es entscheiden, sich nicht vorstellen können, wofür Musiker oder eben Solo-Selbstständige jetzt allgemein das Geld wirklich brauchen und dass sie die Sorge haben, das wirklich zurückzuzahlen. Ich glaube, wirklich in den Alltag, ich glaube, es gibt da sehr viele Petitionen und wird dafür sehr viel, das finde ich eigentlich das große Problem und natürlich unser Arbeitsverbot, dass wir einfach nicht arbeiten dürfen. Ne? Und und weil ihr besonders, also andere ja auch, die Veranstaltungstechnik machen und nicht extrem betroffen sind, weil ihr andere, bei anderen ist es wieder losgelaufen und bei euch ist es lange auf Null und jetzt wird es ja auch nur ganz langsam wieder losgehen. Was zu dem ersten Punkt ich noch ergänzen kann, ich kann dir nicht dazu raten, aber bin da auch mit Journalisten sehr intensiv engagiert und unsere Einschätzung ist da auch, dass es eine Schweinerei wäre, auf Deutsch gesagt, denjenigen, denen man erst gesagt hat, ihr könnt das ausgeben, das wieder zurückzunehmen. Ich glaube, das würde vor Gericht kippen. Mhm. Ich kann dir sozusagen nicht den Rat geben, lass es drauf ankommen, aber insgeheim gebe ich den Rat, denn dann sollten Kulturschaffende tatsächlich auch klagen, weil das ich das unanständig finde. Das ist doch mein Wort. Also einfach nur so als Einschätzung von einem Profi aus unserem Bundestag. Also dazu stehe ich auch. Ja. Also da klage ich auch gerne mit, weil ich das für einfach unanständig fand, wie das gelaufen ist. Mhm. Jetzt sind wir richtig ernst geworden. Nee, ich stelle dir noch eine andere Frage. Was hörst denn du so gern? Ich bin Schleicherhörer. Oh, yes. Ja. War das nicht elegant formuliert? Oder? Absolut. Ja. Danke. Schön. Wenn man sich über einen eigenen Witz freut, ist irgendwie schön, ne? Das finde ich wirklich gut. Da ist man so selig. Das finde ich wirklich gut, weil ich mache das auch sehr gerne. Wir sind auch alle hier, auch in meiner Band, der Meinung, man muss Witze raushauen, auch wenn sie schlecht sind. Einfach, das finde ich auch. Die müssen in die Welt und bam. Und wenn sie scheitern, dann mit Genuss. Genau. Oder Applaus bitte. Ja.
Nein, es gibt halt bei Witzen die Unterscheidung zwischen Brüllern und Schmunzlern. Ne? Ja. Und manchmal auch noch darunter leider. Ne? Ohrkrepierer gibt es auch. Ja. Und es gibt so den Gag, der dann kollektives Fremdschämen auslöst. Genau, oder so ein Atmen, was man fast nicht wahrnimmt. Ich versuche es mit dem Mikro mal klar zu machen. Wenn du einen Witz machst und der ist nicht so und dann so. Aber, ja, sowas. Das muss man ja jetzt auch erwähnen, du als Musikmensch hast du ja auch Comedy gemacht und auch mit einer sehr prominenten Geschichte, die nominiert war für den Deutschen Fernsehpreis und auch für den Grimme-Preis. Genau. Erzähl mal was dazu. Ja, das war die Popolski-Show, die habe ich 7 Jahre lang mitgemacht. Da war ich der schone Andrzej, der Botschafter der Liebe, da wissen der wenigste, liebe Freunde, hey, da geht der Post ab durch der Decke, da muss man wirklich sagen, meine Gute, hey, was ist da los? Aber das ist jetzt vorbei, aber ich habe da sehr viel gelernt. Aktuell habe ich noch ein Comedy-Duo mit meinem langjährigen Kumpan Serge Kortein, mit dem ich in Arnhem auch studiert habe, Bert und Roy. Mhm. Guck das mal, Bert und Roy, das ist sehr schräg, sehr lustig. Love is Air und gibt es wirklich sehr schräge. Und mir liegt das wirklich noch drin, so dieses Quatsch machen. Ne? Ja, also, mir auch. Ja. Ach, merkt man gar nicht. Nö. Das ist aber so, ich habe so gelegentliche humorvolle Momente. Ja, ganz selten. Man muss lachen, wenn der Abend. Aber sonst sind wir sind ja beide eigentlich humorbefreite Menschen. Nur heute sind wir einfach mal unterhaltsamer. Ne? Wir haben es geübt. Ja, wir haben geübt. Ja, lange. Okay, wir waren stehen mit dem Comedy. Genau, das habe ich auch gemacht. Und manchmal erwische ich mir auch dabei bei meinen eigenen Konzerten, obwohl ich natürlich nicht irgendwie jetzt Witze erzählen möchte, aber dass ich einfach. Aber das hängt halt immer mit dem Publikum ab. Wenn das Publikum mir so Futter liefert und irgendwie so ein Lachen kommt oder so eine Bemerkung, dann muss ich auch zurückpfeffern und dann kommen dann so Comedy-Teile manchmal rein und die Band sitzt dann da 5 Minuten lang und wartet und hofft, dass es endlich weitergeht und es wird schon dunkel und so weiter. Aber da müssen die dann durch. Ne? Ja, schade, dass die Kameras, dass man die nicht umdrehen kann, dass die immer gleich sind. Machen wir beim nächsten Mal. Hier ist es sehr lebendig. Also, ne, wenn man denkt, die Kamera, man sieht, ihr Hause, zu Hause seht immer das gleiche Bild. Aber es ist. Das Publikum ist schon halb entkleidet, weil alle die Unterwäsche auf die Bühne werfen sollen. Ja. Nebenan steht ein Mitarbeiter von mir und schildert doch bitte nicht machen. Bitte nicht machen. Genau. Ja, haben wir jetzt den Geist aus der Flasche gelassen, kann man sagen. Ne? Oh, eine Überleitung. der nächste Song, den wir spielen werden, ist eine alte Kinderfantasie und der heißt Flaschengeist, den trage ich schon eigentlich seit Jahren mit mir rum und habe ihn nie aufgenommen. Und er war eigentlich fertig und dann habe ich das mit meinen Produzenten besprochen. Denen hat diese Version nicht so gefallen. Mhm. So haben wir was Neues gemacht und ich bin auch textlich nochmal rangegangen. Mhm. Und zwar geht es einfach darum, dass wir alle wollen ja gerne so die Verantwortung abgeben und suchen immer unsere Lösungen und Antworten im Außen. Und Beispiel, wir spielen Lotto und hoffen zu gewinnen, um viel Geld zu bekommen. Wir warten vielleicht auf den Flaschengeist und erwarten, gesehen zu werden, auch hab mich doch lieb, du musst doch sehen, was für ein toller Mensch ich bin und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, dreh das doch mal um und du bestimmst das selber. Du bist der Flaschengeist. Du bist derjenige, der dich befreien muss selber. Ne? Jetzt werden wir so ein bisschen Hobbyfreud. Ja, da steckt ja was drin. Ja, Ich verbringe so viel Zeit. Das Verdenken, man muss einen doch mögen oder schätzen und dabei liegt es an meinem Selbst. Man selbst steht sich am meisten im Weg. Nur man selbst. Nur also man kann sich auch nur die Antwort geben. Und auch das Thema Selbstliebe, was mir irgendwie nie so klar war, dass man sich echt lieb haben muss, um von anderen geliebt werden zu können, um überhaupt in der Menschheit zu bestehen. Also das fängt bei dir an. Ja. Und das geht oft weg, dass man wirklich auch gut zu sich ist. Selbstliebe heißt nicht, dass man vorm Spiegel steht und sich geil findet, glaube ich, sondern Selbstliebe, dass man gut zu sich ist, dass man seinen Körper pflegt, dass man ein gutes Essen macht, dass man gute Bücher liest, dass man sein Gehirn trainiert, dass man seine Empathien trainiert, dass man sie raushaut. Und das ist das, was ich damit meine. Seien wir gut zu uns selbst und hören wir
den Flaschengeist zu. Gut, okay. Danke. Oh ja. Okay. Auf Flaschengeist hat übrigens Bülent Ceylan mitgesungen und gibt ihm wirklich so eine rockige Note. So. Und Flaschengeist! Ist irgendwie so sehr geil gemacht, das hört ihr auf der CD, ne, die ihr gleich vielleicht mitnimmt. Okay, seid ihr bereit? Oh ja. Fange ich an? Mhm. Okay. Ja. Ich hab immer gehofft, es kommt ein Gin vorbei, der mir Wünsche erfüllt, und zwar mindestens drei. Einen roten Mustern, ein Haus am Meer, ein fettes Leben, so ungefähr. Hab ohne Ziel so in den Tag gedöst, hab eine Lampe gerieben, damit du mich erlöst. Ein fettes Erbe, Full House all in, sie müssen was tun, verehrter Gin. Gin, Gin, Simsalabim, flüstert er mir in mein Ohr. Gin, Gin, Simsalabim, sag, was hast du mit mir vor? Simsalabim. Du bist der Flaschengeist und du weißt, bist mein Diener alle Zeit. Hol meinen Schatz ans Licht, da draußen ist er nicht. Bist der Flaschengeist und du weißt, mach mich glücklich, sei bereit. Da draußen ist er nicht, alleine schaff ich's nicht. Flaschengeist, Flaschengeist. Ich hab immer gewusst, dass wenn er alles erfüllt, dass ich glücklich bin und der große Held. Der blaue Mann hat mir mein Schloss gebaut und auf Schalke singt man meine Lieder laut. Ich hab ne eigene Insel, leb auf höchstem Niveau, doch allein hier chillen macht mich auch nicht froh. 10 Ladies im Pool, ist das so schwer? Hey Flaschengeist, ist deine Flasche leer? Gin, Gin, Simsalabim, flüstert er mir in mein Ohr. Gin, Gin, Simsalabim, sag, was hast du mit mir vor? Simsalabim. Du bist der Flaschengeist und du weißt, mein Diener alle Zeit. Hol meinen Schatz ans Licht, da draußen ist er nicht. Bist mein Flaschengeist und du weißt, bist mein Diener alle Zeit. Alles tun für mich, alleine schaff ich's nicht. Flaschengeist, Flaschengeist. Tief, tief, tief in dir. Tief, tief, tief in dir. Tief in dir. Tief, tief, tief in dir. Tief, tief, tief in dir. Tief, tief, tief in dir. Zeit muss alles tun für mich. Hol meinen Schatz ans Licht, bist der Flaschengeist und das heißt, mach mich glücklich, sei bereit, musst alles tun für mich. Alleine schaff ich's nicht. Oh ja, Flaschengeist, Flaschengeist, tief, tief, tief in dir. Flaschengeist. Flaschengeist.
Vielen Dank. Eine ganz neue Version, haben wir noch nie so gespielt. Das hat mir unheimlich gefallen. Ich bin ja deutscher Meister im orientalischen Sitztanzen. Ich bin also Flaschengeist. Flaschengeist. Oder? Ich habe es nicht hingeguckt. Hier, so orientalisches Sitztanzen. Okay, ich kann auch tanzen. Ja. Moonwalk. Naja, oh Gott, nee. Aber das war richtig, das ging richtig ab. Ja, hier. Das... Und wenn es ginge, aber das geht ja aufgrund der Corona-Bedingungen nicht, hätten die, und auch weil wir in der Kirche sind, aber hätten die Zuschauer hier und Zuschauerinnen auf den Bänken getanzt. Also ich habe das gespürt. Okay, ist das so ein bisschen? Ja. Habt ihr so ein bisschen mit dem... Ach, schön. Okay. Da war Passion in the Air. Ja. Passion in the Air. Gibt es das Lied schon? Nein. Passion in the Air. Da schreibe ich ein Lied drüber. Ja, das ist bei mir eine Schublade. Und kriege ich dann Tantiemen? Ja klar, das ist ja dein Lied. Geh mal, voll Gamer. Passion in the Air ist ein geiler Titel, oder? Ja. Irre. Also eher so ein bisschen schlageresk, würde ich sagen. Wie It's a Real Good Feeling. So, ne? Diese. Ja, aber Dieter Bohlen hat schon bei mir angerufen. Ja? Hat sich verwählt? Nee. Er hat gesagt, Helene hätte gesagt, sie hätte dann sehr talentierten Totalkünstler und Politiker kennengelernt und würde mit dem gern die Nummer Passion in the Air machen. Ah, okay. Und wenn Helene ruft, dann sag ich nicht mal nein. Okay. Also bald. Verstehe. Und du bist dann auch dabei, dann machen wir so eine Dreiergeschichte da. Helene Fischer, Andreas Schleicher, Helge Lind, Passion in the Air. Okay. Das geht ab. Das geht ab und wird die Stimmung in den Keller... Nee. Nein, das wird ein Chartrenner. Ein Kirchenhit. Nee, nicht nur. Auch. Ein Welthit wird das. Der Glaube ist ja auch Leidenschaft. Ja. Bevor wir dann wirklich zum Abschluss kommen, wenn das Publikum tobt und noch eine Zugabe will, was ich momentan nicht fühle, hier, weil hier zu wenig... Nein. Weil gerade zu wenig Passion in der war, dass ich bin auch streng. Ja, das merke ich gerade. Ja. Bin auch, das muss sein. Ja? Ja. Anders läuft der politische Laden nicht. Ne? Nee. Aber es hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. Mir auch. Ja, du hast Humor, hätte ich nie gedacht. du hast eine nette Band, hätte ich auch nie gedacht. Ja, die sind tierisch, die Jungs, ja, absolut. Und ich fand es auch einen tierischen, sehr kurzweiligen Abend. Ja. Und würde mich wirklich freuen, wenn ich würde gleich... Wenn ihr kurz wartet. Aber noch. Am Eingang, genau. Am Eingang mein Album, unser Album verkaufen wollen. Es ist wirklich sehr schön, sehr aufwendig, ökologisch aus Pappe. Hier mit Booklet drin und einer CD und einem Aufkleber. Ja. Und ich würde dann hier noch was reinschreiben. Und euch, wenn ihr wollt. Ich kann auch unterschreiben, ne? Ja, natürlich. Also, Autogramme von mir heißt begehrt. Ja, genau. Ja. Und ihr würdet wirklich uns. Euch würdet ihr glücklich machen und uns aber auch. Also ganz ehrlich. So. Ja. Und das Album ist wirklich schön und ich würde es nicht sagen, wenn es nicht meins wäre, würde ich es auch sagen. Man kann es so formulieren, alle, die jetzt zuschauen oder die dann die Aufzeichnung noch zuschauen werden und die gerade anwesend sind, geradezu moralisch verpflichtet, dieses Album zu erwerben. Nein, das will ich nicht sagen. Doch, ich darf das hier sagen. Achso, du darfst das nicht sagen. Du sollst das nicht sagen. Um Gottes Willen, ihr sollt euch das selber aussuchen, aber es wäre natürlich sehr schön. Auch ihr Leute zu Hause könnt das auf meiner Heimseite bestellen und wir brauchen gerade echt Support, wir Künstler und das wäre toll. Und wer dich unterstützt, unterstützt ja auch den darbenden Herrn Stefan Maria Sagone und Markus Bender, die da auch dazu gehören. Ja, dessen Namen heute öfter gefallen sind als das Super, zu Recht. Finde ich. Ja. Man muss, das ist ein Gesamtkunstwerk hier auf der Bühne. Der Abend soll so enden, wie er fast begonnen hat, nach dem kleinen Talk-Vorspiel, nämlich Musik. Und jetzt kommt noch mal eine Zugabe, wenn das Publikum tobt, machen wir die auch tatsächlich. Okay. Also, Dankeschön, vielen Dank. Damit sage ich jetzt, bevor er spielt, jetzt nicht abschalten, noch nicht die Kirche verlassen, aber es war eine wunderbare neue Ausgabe, ein Special mit einer Albumpräsentation von Andreas Schleicher. Das Publikum hat mich nicht enttäuscht, wir hatten ein wunderbares Publikum. Eine großartige Location. Wir hatten Andreas Schleicher in Hochform, schön wie nie. Der Adonis der deutschen Popmusik. Das Ganze moderiert vom Apoll der deutschen Politik und kongenial begleitet. Danke. An den Percussions, an den Drums,
von Stefan Maria Sagona und am Bass von Markus Bender. Genau. Vielen Dank. Seht euch wieder bei Talk und Töne. Vielen Dank. Okay, der letzte Song ist auch unsere aktuelle Single. Die heißt Halb so schnell, aber doppelt so schön. Und da gibt es ein ganz, ganz tolles Video. Googelt das mal unter meinem Namen, dann Halb so schnell, wo ganz viele Fans und auch Prominente, die ihr entdecken werdet, mitgemacht haben. Und der Macher des Videos ist hier, Aaron Mucke. Yay! Genau. Wir haben das gemacht in 2 Tagen. Das war echt ein Riesenspaß. Und den Song habe ich vor einem guten Jahr geschrieben und damals war noch keine Rede von Corona und so weiter, aber irgendwie ist es so eine Art Entschleunigungssong geworden, einfach mal ein bisschen runterzukommen und ja, singt mit, der Text ist nicht schwer, wenn ihr Bock habt. Okay, vielen Dank fürs Zuhören, wir sehen uns hoffentlich gleich draußen kurz noch und plauschen ein wenig und ja, bis später. Habt einen schönen Sommer und schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke.
Vielen, vielen Dank. Helge Lind, danke für die Einladung. Danke an die Friedhofskirche. Danke an euch zu Hause fürs Zuschauen oder wenn ihr später guckt. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns vorne. Bis gleich. Danke.